Hallo und herzlich willkommen zurück zu Sims 4 mit der Legacy Challenge und Familie Traumtänzer. Und hier ist die Dahlia, die gerade noch im Garten Gartenarbeiten macht. Und ich habe hier für sie eine Kuhpflanze hingelegt, die sie mal einpflanzen darf. Mir ist nämlich das Spiel schon wieder zum dritten Mal irgendwie abgestürzt und hier alles ernten darfst du danach und dann kannst du hier nochmal das weiterentwickeln und das weiterentwickeln. Ja, und ich hoffe dann einfach mal, dass es dieses Mal anders funktioniert. Bewässern darfst du dann auch mal direkt. Ich habe nämlich jetzt wieder das Inventar geleert und ich gehe ihr jetzt auch hinterher und versuche dann auch mal das andere Zeugs hier wieder direkt zu entleeren und hoffe nicht, dass es dabei dann wieder abstürzt. Nein, wird es nicht tun. Ja. Ja, Dahlia ist ja unsere liebe Witwe, sage ich mal. Sie muss jetzt ganz alleine hier klarkommen, wobei sie ja nicht ganz alleine wirklich ist, weil ja die Trixie schon auch als Unterstützung und Hilfe ja schon ihr beisteht und ich da auch einfach denke mal, dass sie, ach, komm, hör auf zu ernten, jetzt geh, mach das andere. Und von daher bin ich ganz froh, dass Trixie eigentlich noch hier lebt. So, Tiara ist hier und ich habe unseren drei Mädels, unseren drei Kindern hier diese Anti-Monster Lampe gegeben und ich bin mal gespannt, ob das es dann auch wirklich klappt. So, Tatjana, wo bist du? Du bist draußen gewesen und bist jetzt hungrig, dann komm mal rein. Dahlia wird auf jeden Fall dann noch ins Bett gehen, wenn sie dann da draußen fertig ist. Mit ihr versuche ich ja nochmal hier die Gartenarbeit auf Level, ich glaube, 10 zu bekommen. Dann hat sie das Bestreben auch beendet. Yep. Und hier steht unser lieber Timo Traumtänzer, den ich noch nach unten bringen muss, aber das mache ich dann später. So, ich räume hier auch mal mit auf. Unsere liebe Trudy hat hier auch noch immer die Hausaufgaben hier liegen. Die mache ich dir aber dann doch mal ins Inventar. Jo. Oh. Guck mal, Trixie, du kannst mal aufstehen. Und, gehst mal ins Bad, machst mal eine erfrischende Dusche, danach gehst du runter, kannst nochmal was essen und irgendwas aus dem Kühlschrank. Und was müssen wir denn mit dir noch machen? Oh, du hast heute frei, aber hier Instrumente spielen, das können wir endlich mal beenden. Und Klavier, genau, du kannst Klavier üben auf jeden Fall. Und dann kann ich mal mit deinem Bestreben ein bisschen weiterkommen, hoffe ich mal. Wir müssen noch ein paar Bücher schreiben. Ja, sie hatte total die kreative Phase. Oder das Kreative abbekommen. Was machst du? Warum wächst du Trudy auf? Tobias? Nein, da doch. Nein, bitten, das Monster unter dem Bett einzusprühen. Ich habe doch dir auch diese Lampe gegeben, mein Junge. Guck mal, da ist die Lampe. Die ist auch angeschaltet. Verdammt. Es funktioniert nicht. Das ist super. Okay, ist egal. Du hast sowieso jetzt erstmal Hunger. Geh erstmal runter. Und iss da mal was. So. Du brauchst auch nicht die Mama aufwecken, die schläft jetzt, Mensch. So, Tatjana. Tatjana ist noch fleißig am Essen. Danach kannst du vielleicht mal die Spülmaschine beladen. Das wäre super lieb von dir. Hausaufgaben habt ihr, glaube ich, alle noch nicht gemacht, gell? Was machst du? Wo bist du denn? Ach, du bist ganz nach oben gegangen. Okay. Ja, dann guck das meinetwegen weiter, wenn der Spaß so gering ist. So. Oh. Schaut mal, Alexa. Die
Ist auch traurig. Tobias, es gibt kein Popcorn. Bitte komm doch mal hierher und iss da was aus dem Kühlschrank. Guck mal, kannst ein Rührei essen zum Frühstück. Und Tatjana? Das wäre doch ganz, ganz super. Wartet mal. Warte. Kind vorlesen. Tatjana, genau. Da wollen wir doch eigentlich hin. Tatjana, komm mal, bleib mal hier. Wo geht sie hin? Nach draußen. Komm mal hier. Setz dich mal hier auf den Sessel. Bis Trixi fertig ist mit dem Essen. Ach so, ich habe ja noch gesagt, sie muss. Nee, das können wir mal direkt aufhören. So, Tatjana ist da. Ich höre dann mal mit ihr mit dem Essen auf. So wichtig ist das Essen gerade nicht. Genau, dann setz dich hin und Tatjana kommt hierher. Und ich hoffe, dass ich irgendwann diese 2 Stunden endlich schaffe. 2 Stunden mit einem Erwachsenen lesen. Na? Trixi, lies weiter. So, jetzt bleibt bitte 2 Stunden. Das heißt, bis 17:45 bleibt ihr bitte jetzt hier sitzen. Das wäre cool. Okay. Ich hoffe mal. So, Tiara ist noch zu müde. Trudy, wo bist du mittlerweile? Ach, hier oben. Warte mal, guck mal, du kannst das hier, die Torte kannst du noch aufessen und dann kannst du hier den Rest von dem Rührei vielleicht sogar auch noch aufessen. Und ja, warum nicht? Dann kannst du mit Tobias auch ein bisschen quatschen, weil euer soziales Verhalten ist beides ziemlich niedrig. Nach Schule fragen, rumblödeln, was auch immer. Geheimnis ausplaudern, bitten in die Sterne zu schauen, warum nicht? So, dann sind sie fast alle da, bis auf die beiden, die schlafen. Dann können wir mal direkt hier bleiben. Ich spule mal so ein kleines bisschen vor. Und anscheinend hat es wirklich gewirkt, wieder die Sachen aus dem Inventar rauszuholen. So, Trudy. Dein Teller ist leer, Trudy. Genau, du könntest. Ich habe eigentlich gesagt, sie soll das auch noch essen, aber egal. Warte mal. Vielleicht, wenn ich es dir nach da drüben mache. Und dann kannst du das Rührei vielleicht noch essen. Okay. Sieht ganz gut aus. Irgendwie habe ich wirklich so ein Déjà-vu hier, ja? Das ist wirklich krass. Ich mache hier auch mal wieder ein Bild hiervon. Das ist so krass. Timo, der ja jetzt quasi gestorben ist, ist ja auch ein Zwillingskind mit einem Mädchen gewesen und hatte zwei ältere Geschwister, noch zwei ältere Schwestern, so muss ich sogar sagen. Das ist echt krass. In Foren provozieren? Nein. Du musst doch noch dieses Tippspiel zu Ende machen oder so. Warte mal. Tippen üben. Ach nee. Tippspiel, warte mal. Ich musste Tastenkommandant musste machen. Spiel spielen, Tastenkommandant. Tippen üben. Momentan ist er sehr verspielt. Ich muss ein bisschen aufpassen, glaube ich, wenn er jetzt weiterspielt, oder? Ich muss immer wieder zu ihm hingucken. Ich meine, ich habe eben, wenn ich. Oh nein! Habt ihr. Warte, ich muss erst mal. Oh, Gott sei Dank. Das haben wir geschafft. Sehr schön. Dann würde ich sagen, warte mal, spielen mit. Ups, was habe ich denn jetzt? Trixi, glaube ich, habe ich angeklickt, ne? Warum nicht? Okay. Trudy hat sowieso heute frei, von daher lassen wir es gut sein. Also die Instrumente wird sie auch noch spielen, wenn die Kinder ja in der Schule sind. Ne? Da darf sie sich jetzt erstmal ein bisschen um die Kinder kümmern. Und Dahlia ist halt echt wegen ihren blöden Arbeitszeiten, schläft die jedes Mal, wenn die Kids dann schon langsam wach werden. Ist leider so. So, was wollte ich sagen? Also ich habe es ja von den Regeln im Grunde schon so gemacht. Also es ist erbberechtigt, ist auf jeden Fall immer der älteste Sohn. Und ich glaube aber, ich habe es in meinen Regeln, also man kann
am Anfang, wenn man anfängt, dass sie auch immer wirklich richtig raussuchen oder aussuchen. Und ich glaube, ich habe es auch so gemacht, wenn oder falls denn kein Junge da ist, dann würde das älteste Mädchen quasi erbberechtigt sein. Und also rein theoretisch wäre das ja eh momentan eigentlich Trudy, würde ich jetzt mal so sagen, ne? Zwar ist Trixie auch noch da, aber ich finde immer gut, dass die Trixie ist ja eine Generation vorher und deswegen würde ich sagen, wäre es theoretisch Trudy, falls denn irgendetwas unserem Tobias passieren sollte. Oh, guck mal, du stehst mal dringendst auf und machst mal eine erfrischende Dusche. Spaß und Soziales ist allerdings auch ziemlich tief gegangen. Mensch, Mensch, Mensch. Naja, gut. Wie verspielt? Sehr verspielt, okay. Trixie ist hier draußen. Tatjana hat drei Schachspiele spielen. Hey, jetzt hat sie es geschafft. Super. Und dann zweimal Hausaufgaben machen, wenn konzentriert. Das können wir dann natürlich jetzt direkt nicht machen. Ich sage einfach schon mal so schön Dankeschön. Und schick dich nochmal fix auch eine erfrischende Dusche. Auch wenn du jetzt total müde in die Schule gehen wirst. Und Hausaufgaben hat keiner von euch gemacht. Toll. Echt toll, Leute. Das habt ihr toll gemacht, wirklich. Irgendwie war keine Zeit, ich weiß auch nicht. So, okay. Sie geht jetzt. Tobias 9, Level 9 hast du geschafft. Das finde ich super, super. Wirklich toll. Tiara wird es nicht mehr schaffen. Ich muss mal gerade nämlich gucken. Ja, die wird heute, also wenn sie nach Hause kommt, theoretisch können wir Geburtstag feiern bei ihr. Die wird das leider nicht mehr schaffen. Ich habe irgendwie, habe ich das bei euch total verpasst. Ich weiß auch nicht. So, du bist auf dem Weg und sie wird danach, wenn sie aus der Dusche kommt, auch das weitermachen. Hallo, okay, Mama. Meine Katze kommt hierher und wo warst du denn die ganze Zeit? Irgendwo hast du schlafen bestimmt. So, was macht unsere liebe Trixie? Guck mal, Trixie, du gehst mal auf die Toilette, dann kannst du die spülen und dann gehst du doch mal an dein Klavier üben. Und Dahlia, so, guck mal, ich kann mal ein bisschen vorspulen. Genau. So, sie geht erstmal auf die Toilette hier. Warum geht das dann wieder so langsam? Kann ich ja fast mitzählen hier. Die Minuten. Auf jeden Fall, Dahlia. Gut, das haben wir echt geschafft. Also beim nächsten Mal, das wird leider erst am Freitag ja sein, wird es da weitergehen. Aber es soll uns ja nicht daran hindern, dass sie einfach schon mal weiter kocht. Und deswegen wäre ich ganz dankbar, irgendwas von ziemlich weit unten, oder? Mal was Neues. Hier, wir können mal einen Apfelkuchen machen. Steh mal auf, mach mal einen Apfelkuchen, dann kannst du noch was essen. Und hallo? Wir können uns dann nochmal freundlich vorstellen bei unserem ganz lieben Markus Weißhaupt Profigärtner, der mir die Arbeit wegnimmt. das ist zwar blöd, aber okay. Vielleicht kriege ich es noch, dass ich die Käfer einsprühen kann. Mal schauen. Na gut. So. Trixie? Hast du jetzt weiter geübt? Nicht begonnen. Hallo? Du sollst ein Instrument spielen. Irgendwie willst du lieber, glaube ich, momentan schreiben. Dann schreiben wir halt ein Poesie. Komm, dann mach zumindest das. Bist jetzt sowieso sehr inspiriert. Da ist vielleicht das viel besser. Gedichte lieblicher als Bäume. Ja, mach das. Das ist in Ordnung. So. Ah, und da kommt die Haushaltshilfe. Ja, cool. Das ist auch ein Mann. Markus Weber. Wäre da was für dich? So für zwischendurch. Weiß nicht. Ich kann mich ja auch mal freundlich vorstellen. Aber erstmal mache ich meinen Apfelkuchen fertig hier. Ich spule mal ein ganz kleines bisschen vor. Es ist schon schade, dass wir jetzt wirklich keine Option mehr auf ein grünes Baby haben. Ich habe bei Stivas Tochter immer auch grüne Babys und so gesehen. Guck mal, du kannst.
ein Gericht dann nehmen? Das Buch kann ich vielleicht auch noch aufräumen, ne? Oh, wobei, okay. Da drüben steht es eigentlich auch ganz gut. So. Okay, du bist jetzt auf jeden Fall dabei, ein Buch zu schreiben. Dann lasse ich dich auch Buch schreiben. Und Dahlia, wo bist du? Suchst du unseren lieben Markus, heißt er. Der auch, oder? Die sind beide Markus. Den einen Markus. Hallo, komm, bleib mal stehen. Ich will mich mal freundlich vorstellen. Los. Irgendwie klappt es gerade nicht so ganz. Hier mit ihm plaudern, das, ja. Okay, dann hör mal auf und dann geh mal hier. Genau. Und mit Pflanze sprechen, ist das eigentlich auch dann. Also. Bringt das auch was? Ich hoffe mal. Machen wir mal mit, mal wieder eine Kuhpflanze im Garten. Er hilft mir, wie süß. Ich bin nur heute zu Hause, deswegen kann ich das heute alleine machen. Und er rennt mir jetzt hinterher? Guck mal, ich wollte mich eigentlich noch freundlich bei ihm vorstellen. Oh, und hier draußen können wir dann vielleicht mal die Überwucherung trimmen. Somit kriegt sie doch mal ein bisschen noch von ihrem Gartenarbeit. Ja, vielleicht sind wir bald auf Level 7. Das ist, oder das wäre ganz cool. So, der leckere Apfelkuchen. Oh, Apfelkuchen, lecker. Den kannst du mal reinstellen. Gut, ja, cool. Jetzt sind die beiden Frauen alleine zu Hause. Ich gehe auch quasi ja nicht mehr mit zur Arbeit. Bei Tobias bin ich mir noch ein bisschen unsicher, was genau ich machen möchte. Eigentlich die Wissenschaftskarriere hätte ich ja gerne auf 10 gemacht. Die andere Option wäre oder war auf jeden Fall nochmal den Arzt, weil den habe ich ganz am Anfang gemacht, als es an die Arbeit kam und seitdem nie wieder. Und es wäre auch mal interessant, da nochmal ein bisschen weiterzumachen. Ich denke, also meine Option ist momentan eher oder meine Richtung wäre eher zu dem Arzt als zu der Wissenschaftskarriere, weil die hatten halt einfach gerade eben, wenn auch nicht bis zum Ende. So, ich glaube, an dieser Stelle sage ich jetzt erstmal ein Tschüss und Goodbye. Wir haben mit Dahlia im Garten angefangen und hören mit Dahlia im Garten wieder auf. Lass es dir gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Eure Saki Night Out. Ciao, ciao.